Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa fare solo qua qua qua. Chip Chip habe ich geschrieben, da waren noch überhaupt keine Worte, kein Text. Und das gibt's jetzt Text. Deutsch, Französisch, c'est la danse de canard, und il ballo di qua qua, Italienisch, dann Finnisch, Dänisch, was ist da oben? Alle die Länder von jedem Land. Und in Deutschland sind ja 4 oder 5 Versionen, gib mir bitte einen Kuss. Oder das Lied vom Luftballon, das ist so Parodie. Dann, wenn wir alle England wären. Ist alles dieselbe Melodie, aber alles andere Texte. Also ich schreibe Melodie und dann ist mir egal, kann jeder was dabei verdienen. Er soll einen Text schreiben dazu. Wenn er gut wird, ist er okay. Loro sanno mulle, hei, sitte tiede, että hei, mitä on se kiva pitää. Musik von Bell und Franz. Ja, ja, das ist der Vogeltanz. Das ist ungefähr in der 57, 58 oder 56, aber dann habe ich immer wieder darum geändert, umgeformt, wieder andere Melodieführung oder so. Aber die Ursprungsidee von dem Lied war ungefähr in dem Jahr. Dass es gut wird, habe ich erst so in den 60er Jahren später, 63, wo ich dann Lokal wieder gehabt habe, selbst gespielt habe, habe ich gemerkt, dass wenn ich das spiele, dass irgendwie in den Leuten etwas vorgeht. Sie haben so etwas reagiert drauf, oder? Und da war ja auch die Twist und die ganze Bewegung, aber da war immer noch nichts vom Endertanz, sondern nur die Musik, oder? Die Bewegungen kamen eigentlich, Grundidee von meiner Ente, die ich dann hatte, ein Kloster, das hatte 150 Enten und 30 Gänse. Und wenn man da in die Nähe kommt vom Gehege, da haben sie mich natürlich sofort erkannt, weil ich ja in Verlieb bin, ich normal laufe wie jeder andere, haben sie mich natürlich aus den anderen Leuten sofort erkannt. Und dann kam da alles auf mich zu, mit Geflattern und Geschnattern. Dann habe ich irgendwie, was ich glaube, warum ich auf diese Idee kam, ein paar irgendwie beobachtet beim Tanzen. Die haben sich einfach wie heute frei, man hält sich ja nicht mal mehr. Die haben sich dann da so umgedreht. Und dann habe ich gedacht, ja, man könnte ja eigentlich nur einhängen und so, statt schunkeln, links rum. Und dann die andere Hälfte rechts rum. Das hat Anklang gefunden bei den Leuten. Da habe ich schon während dem Spielen immer gesagt, stopp, Wechsel. Stopp, Wechsel. Und dann nachher natürlich noch, das Schlimmere war dann, wie ich in einem Bergrestaurant gespielt habe. Da hatte ich eine kleine Bühne, also eine Erhöhung. Und habe während dem Spielen natürlich viel den Skifahren zugeguckt, so wie sie da runterfahren. Und plötzlich habe ich gesehen, dass die da so beim Schwingen das Wedeln, das könnte man eigentlich auch noch machen beim ersten Teil. Aber nachher kamen die ersten Reklamationen und sagten, oh, jetzt muss aber aufhören, ich hatte am anderen Tag Muskelkater. Das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, was ich da antworten soll. Gefühl an und für sich, auf das Ganze hatte ich nur, dass es Stimmung gibt, mehr eigentlich nicht. Und das ist ja das, was ich immer machen wollte, die Leute unterhalten. Die Musik muss ja nicht unbedingt exklusiv sein, sondern wichtig ist, dass die Leute sich unterhalten. Ich war auch immer überzeugt. Weil das ist eine Melodie, die bleibt.